Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von babyartikel.de. Eure Wohnung birgt vielleicht einige Gefahren, die für euch gar nicht so auf den ersten Blick ersichtlich sind, aber für euer kleines Baby dann doch gefährlich werden können. Und in diesem Video zeige ich dir, wie du dein Baby schützen kannst, wie du eure Wohnung babysicher machst und welche Produkte dir dabei helfen. Viel Spaß beim Video! Es gibt einige Must-Haves, die ihr euch auf jeden Fall anschaffen solltet, wenn euer Baby zu krabbeln beginnt oder auch wenn es dann anfängt, sich überall hochzuziehen, am Tisch oder an den einzelnen Möbeln. Und wenn ihr mal rausfinden wollt, wo sich euer Baby überall verletzen könnte, dann könnt ihr euch einfach selber mal auf den Boden legen und überlegen, wo man sich dann überall schön hochziehen kann. Und eine große Gefahrenquelle sind vor allem auch Treppen, egal ob von unten oder von oben. Und da hilft euch ein Treppenschutzgitter weiter. Und wie sowas aussieht und funktioniert, zeige ich euch jetzt mal. Ich habe euch hier mal zwei Treppenschutzgitter mitgebracht. Einmal eins von der Marke Rehe und eins von der Marke Hauk. Und wie ihr sehen könnt, sehen die sich sehr ähnlich, also sind auch gleich aufgebaut. Und die funktionieren so, dass ihr die in eure Tür oder auch bei der Treppe entweder einklemmt oder bohrt. Da gibt es verschiedene Modelle, je nachdem, was euch lieber ist. Und dann könnt ihr als Erwachsene einfach durchgehen, indem ihr das hier öffnet. Und da ist auch dann so ein Sicherheitsmechanismus eingebaut, dass die gleich wieder zufällt, also euer Kind da nicht durch kann. Wichtig ist, wenn ihr euch ein Treppenschutzgitter aussucht, dass ihr mal messt, wie breit eure Tür ist, weil es da auch verschiedene Größen gibt, dass ihr dann auch sicher gehen könnt, dass es auch perfekt in eure Tür reinpasst. Ein weiteres Must-have, was ihr euch unbedingt anschaffen solltet, ist ein Steckdosenschutz. Denn sobald euer Baby krabbeln kann, kommt es ja ungefähr auf die Höhe, wo auch die Steckdosen sind. Also ungefähr sind die ja immer bei 30 cm ungefähr. Und da es verschiedene Modelle gibt, blenden wir euch jetzt hier einfach mal ein paar verschiedene ein, damit ihr seht, wie so ein Steckdosenschutz aussieht. Also es gibt welche zum Draufkleben, welche zum Reinschrauben. Und praktisch ist eben, dass ihr die Steckdose nach wie vor benutzen könnt. Aber wenn eben kein Stecker drin ist, dann verschließt sich das eben automatisch wieder und euer Kind kann sich da auf jeden Fall nicht verletzen. Eine weitere Gefahr für euer Baby bringen auch Schubladen oder Schränke mit sich, denn euer Baby könnte sich an der Schublade auch doll verletzen, indem es die eben mal aufzieht und dann mit der Schublade wieder zugeht und dann die Finger eingeklemmt werden. Oder wenn ihr irgendwelche Gegenstände in den untersten Schubladen aufbewahrt, die euer Baby auch nicht in die Finger bekommen sollte, wie zum Beispiel irgendwelche Tüten oder Cremes. Dann helfen euch auch Schubladen und Schranksicherungen weiter. Die könnt ihr einfach an euren Schrank oder eure Schublade kleben. Die blenden wir euch hier auch mal ein, dass ihr das seht. Und dann verhindert ihr eben, dass das Baby den Schrank oder die Schublade selbstständig aufbekommt. Also es gibt Modelle, die man klebt, was ich euch eher empfehle, weil die könnt ihr später auch einfach rückstandslos entfernen. Aber es gibt natürlich auch Sicherungen, die man dann festbohren kann. Natürlich solltet ihr euer Baby nie ganz aus den Augen lassen, aber es kann ja auch mal passieren, dass es kurz an der Tür klingelt und ihr dann mal kurz den Postboten aufmachen müsst. Und da ist so ein Laufstall super praktisch. Da könnt ihr euer Baby nämlich einfach kurz reinsetzen und dann ist es eben in einem geschützten Umfeld und kann sich auf jeden Fall nicht verletzen, wenn ihr mal kurz den Raum verlasst. Und auch auf Reisen ist das super praktisch. Dann habt ihr nämlich immer euren sicheren Spielplatz mit dabei, wenn ihr bei den Großeltern seid oder auch im Hotel zum Beispiel, wo ja dann nicht alles babysicher immer ist. Wir haben euch hier mal den Laufstall Sleep and Play SQ von Hauk mitgebracht. Und das ist eben ein Laufstall, den ihr auch super mit auf Reisen mitnehmen könnt oder auch in Urlaub. Den kann man super einfach zusammenklappen und wieder aufklappen. Und ihr habt dann auch eine Transporttasche mit dabei, wo ihr dann auch den Laufstall super transportieren könnt. Und eben auch eine Matratze, die ihr gleich mit dazu bekommt, dass euer Kind eben hier auch gemütlich spielen und schlafen kann. Wenn euer Baby hier auch drin schläft, empfehlen wir euch aber auch nochmal eine extra Matratze zu kaufen, dass es euer Baby dann wirklich weich und gemütlich beim Schlafen hat. Auch an allen möglichen Ecken bei euch in der Wohnung oder im Haus könnte sich dein Baby verletzen, also zum Beispiel an der Wickelkommode, am Tisch oder auch am Schrank. Denn da sind ja oft scharfe Ecken, aber auch hierfür gibt es ein praktisches Produkt und zwar so einen Eckenschutz. Der ist auch nicht teuer, gibt es auch in verschiedenen Formen und Farben. Und der ist auch super einfach anzubringen, indem man ihn einfach hier an die Ecke dran klebt. Und dann könnt ihr ihn später, wenn ihr nicht mehr braucht, auch rückstandslos einfach entfernen. Und auch zum Beispiel später im Kinderzimmer ist das sehr praktisch, wenn ihr da auch erstmal alle Ecken gut abpolstern wollt. Und so kann sich euer Kind dann eben auf jeden Fall nicht verletzen.
Auch in der Küche gibt es sehr viele Gefahren für euer Baby. Allein die ganzen Schubladen oder auch scharfen Gegenstände und Messer. Aber vor allem auch der Herd ist sehr gefährlich für euer Kind, vor allem wenn er eben an war. Und auch hier gibt es ein sehr praktisches Produkt, und zwar ein Herdschutzgitter. Das könnt ihr einfach auf euren Herd draufstellen, müsst ihr auch nicht anbohren. Und dann schützt ihr euer Baby eben vor Verbrennungen, die ja auch sehr schmerzhaft sein können. Und es geht auch so ein bisschen um den Herd rum, wie ihr hier bei der Einblendung sehen könnt. Und dann kann euer Kind eben auch nicht von der Seite mal reingreifen und an einen heißen Topf kommen zum Beispiel. Dann gehen wir als letzten Raum noch ins Schlafzimmer, denn auch hier gibt es einige Gefahren für dein Baby. Und zwar, wenn es im Bett liegt und rausfallen könnte. Aber auch hier gibt es natürlich ein praktisches Produkt, und zwar ein Bettschutzgitter. Das kannst du einfach am Elternbett befestigen und später auch am Kinderbett. Und das kann man dann einfach hoch und runter klappen, falls man es gerade mal nicht braucht. Und das ist eben super hilfreich, wenn ihr euer Kind auch mal nur aufs Bett drauflegt, dass es eben nicht rausfallen kann. Weil es kann ja auch mal passieren, später, wenn es dann anfängt zu krabbeln oder sich mal umzudrehen, dass es dann auf einmal aus dem Bett rausfällt. Und das sollte man natürlich verhindern. Und dafür ist eben so ein Bettschutzgitter super praktisch. Und ihr könnt das natürlich auch auf Reisen mitnehmen, im Hotelzimmer zum Beispiel, wenn ihr dann mit eurem Kind mal zusammen im Bett schlaft, dass es da auf jeden Fall gut abgesichert ist. Als kleinen Zusatztipp am Ende vom Video haben wir jetzt noch für euch, dass ihr im Wohnzimmer oder auf dem Esstisch die Tischdecke abnehmen sollte, denn auch hier kann es einfach mal passieren, dass euer Kind sich an die Tischdecke dranhängt und dann natürlich auch das ganze Geschirr oder was eben auf dem Tisch steht mit runterkommt und dann eben auch euer Kind verletzen könnte. Wichtig ist einfach bei dem Thema, dass ihr euch auch nicht verrückt macht, denn ihr werdet nicht schaffen, alle Gefahrenquellen in eurem Haus zu beseitigen, denn jedes Haus ist auch anders und hat andere Gefahrenquellen. Aber wichtig ist einfach, dass man sich dem Thema bewusst ist und auch weiß, dass es da einige coole und praktische Produkte gibt, wo ihr eben euer Baby vor schützen könnt. Wir verlinken euch natürlich alle Produkte, die ich euch jetzt in dem Video gezeigt habe, unter dem Video. Dann kommt ihr auch zu uns im Shop und könnt euch da ausstatten, um eure Wohnung babysicher zu machen. Wenn ihr noch Tipps habt, wie man die Wohnung babysicher machen kann oder irgendwelche Produkte kennt oder auch Gefahrenquellen, wo man vielleicht erst gar nicht dran denkt, dann schreibt uns das auf jeden Fall in die Kommentare. Dann könnt ihr euch da austauschen. Freuen wir uns sehr drüber. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!